Ich habe jetzt einfach einen stabilen Plastikuntersetzer aus dem Baumarkt. Da geht 10 Liter Wasser drin. Ein ganzer Eimer. Ja, ich habe aber zu 2 Liter, also so einen interessierten Untersetzer. Ja, habe ich früher auch mal gemacht. Dann habe ich den auf Schuhbeton drauf. Bei diesem Untersetzer bei mir gehen 10 Liter rein. Ich habe nicht gedacht, dass der Ertrag groß ist. Ja. Die Hauben sind ja ganz lächerlich. Ne? Die hocken sich rein, bleiben 5 Minuten am Zipfen. Ich würde die Zahn bei König Röhrig, ich würde die Zipfen jetzt nicht schlecht.